Die Tiere, die ankommen, sind vor allem dehydriert, haben wenig gegessen und getrunken und ihnen ist kalt. Also gerade in den Nächten wird es hier sehr, sehr frisch und die Menschen müssen teilweise stundenlang am Grenzübergang warten, waren vielleicht tagelang vorher unterwegs und dann kommen natürlich die psychischen Probleme hinzu. Auch der Grund, weswegen die Tiere vielleicht lange nichts gegessen haben, weil sie einfach so viel Stress haben, weil sie sich nicht zurückziehen können, weil sie bisher vielleicht Wohnungskatzen waren, die jetzt zum allerersten Mal draußen sind, dann natürlich extrem viele Geräusche erleben müssen, extrem viele Menschen um sich rum haben, andere Tiere. Und das ist einfach eine sehr, sehr hohe Belastung natürlich für die Tiere, hier mit den Menschen auf der Flucht zu sein, genauso wie für die Menschen. Und ja, da versuchen wir hier einfach so ein bisschen den Tieren Rückzug, Wärme, eine Möglichkeit zu bieten, sich hier auszurüsten und für die Weiterreise sich zu präparieren.